Aktien. Viel zu riskant. Die FDP-Fraktion will unsere Renten an der Börse verzocken. Was für ein Quatsch. Es gibt doch einen Grund dafür, dass so unterschiedliche Länder wie die Schweden, die Niederlande, Schweiz oder Australien alle auf Aktien in der Altersvorsorge setzen. Und was ist der Grund? Der Grund ist, dass Aktien gerade für lange Anlagezeiträume geeignet sind und dann ihre Chancen entfalten. Denn die Statistik zeigt uns, dass wenn man in der Vergangenheit selbst am Tag eines Crashs verkauft hätte, hat man vorher länger als 15 Jahre angelegt, zum Beispiel in den DAX oder in den MSCI World, also breit diversifiziert, hat man keine Verluste gemacht. Wenn man 20, 30 Jahre anlegt, sind sogar die Gewinne garantiert groß. Das heißt, wenn man lange genug anlegt, dann sind die Risiken null und die Chancen sind groß. Und worum geht es bei der Altersvorsorge? Genau, lange Anlagen über Jahrzehnte. Und deshalb wollen wir mit dem Generationenkapital in die Aktienrente nach schwedischem Vorbild einsteigen.